So, nach bisschen Gefail in der letzten Folge hoffe ich mal, dass das jetzt besser läuft. Kann ich... keine Schnellreise. Naja. Ich glaube. Komm, verpisst euch. Ich nehme hier die Rune noch mit, oder was das ist. Ich bin doch kein Sklave. Zack. Fall um, gib mir dein Ding. Das hört sich falsch an. Damit werde ich mich später mal auseinandersetzen, wie das alles funktioniert hier. So. Menschenpack kriecht herum, ganz verdeckt und verborgen. So. Es ist leicht, die Orks Oha. Als Bestien abzutun. Doch ihre Grausamkeit und List hilft ihnen dabei, im Krieg zu bestehen. Auch ihre Waffen erscheinen eher primitiv, doch sie erfüllen ihren Zweck. Mit einem harten Schlag auf den Kopf lässt sich jeder Schädel spalten, ob mit Stahl aus Gondor oder dem rohen Eisen der Orks. Interessant. Diese Keule ist viel älter als das, was wir sonst auf dem Schlachtfeld finden. Der Ork, der sie stahl, kannte wohl kaum ihre Geschichte. Ich scheiß jetzt einfach mal auf die und renn weiter. Ich werde hier die Info wahrscheinlich noch mitnehmen auf dem Weg mal eben. So. Kurz gucken. Unbeholfen. Erleidet Schaden durch Fernkampf. Der ist doch selbst Fernkämpfer. Hey, Bro. Tschüss. So. Zack. Achso, okay. Hier oben drauf haben wir noch einen Schützen. Sei wie die Katze des dunklen Lol, der hängt da jetzt immer noch an der Seite. Ich habe jetzt gedacht, der geht da hoch. Okay. Was haben wir denn hier noch? Na, Bro. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so klappt. So, die Info hole ich mir nochmal kurz. Ich glaube, das war jetzt der Anführer, der eine. Was sollte ich denn hier machen? Von dem hier... Das ist, glaube ich, der dann, den ich brauche, ne? Weil der auf den Anführer da geht. Naja. Unbeholfen. Naja, was auch immer. Können wir jetzt sehen. So. Ja, vielleicht war es auch gar nicht. Naja, dann halt. So, da kriegt man eine Hinrichtung reingedrückt. Wieso bist du nicht ein guter kleiner Tark und hältst still, damit ich dir Marder ein paar Löcher verpasse? Hurra. Wer bist du denn? Erzürnt durch Drachen. Okay, gegen den habe ich wohl keine Info, so wie es aussieht. Drücke A zum für Jäger, bleiben auf Abstand und greifen mit Wurfspeeren an, aber sind im Nahkampf schwach. Alles klar. Aua. Junge. Jetzt hör doch mal auf, mir die ganze Zeit hier auf den Sack zu gehen, hä? Wie wär's dann mal damit? Ich bin ein Idiot. Na, wie schmeckt dir das, Bro?
Kann ich dir eigentlich hiermit auch Schaden machen? Du ziehst dich überhaupt nirgends hier zurück, Alter. Sag mal kurz hier, komm mal her. Wie jetzt? Ich kann dir nicht... So. Das kann aber nicht wahr, Steiner, hier. Ach ja, okay. Dann klaue ich mir mal die Rüstung. Einer von Mordors Meuchlern. Es werden mehr kommen. Ja, sollen die kommen, ey. Was wollen die schon machen? Ich bin der krasseste Typ auf dieser Erde, Alter. So. Niemands Land. Das sind mal 5 Minuten. Ah, das könnte eine schöne Folge werden hier. Das sind doch alles schöne Folgen, wa? Baranor, dir sind doch nicht etwa die Orks in der Stadt ausgegangen. Ein paar sind noch übrig, aber wir jagen einen bestimmten. Den letzten Leibwächter des Häuptlings, der die Belagerung anführt. Alles klar. Halte gedrückt. Häuptlinge sind überaus mächtige Orks. Okay. Die Häuptlinge in diesem Gebiet sind Anführer in der Ork-Armee. Spüre Leibwächter des Häuptlings auch visibel. Okay. Wir haben es wohl auf denselben Ork abgesehen. An einen Häuptling gelangt man über seine Leibwächter. Du klingst, als hättest du Erfahrung damit. Mehr als genug. Ich werde dir folgen. Das heißt, das funktioniert auch genauso wie in den alten, in dem alten Teil. Versiere damit den Feind an und drücke, um den Verbündeten angreifen zu lassen. Okay. Wo ist dieses Beil? Ich könnte schwören, hier eins vergraben zu haben. Kann der... Hä? Ja komm, Junge. Folge deinen gefallenen Brüdern. Der Angriff auf die Mittelstadt war erfolgreich. Ich liebe es, wenn die Bleichhäute das Grauen packt. Für ich muss jetzt hier... Das hört sich nicht gut an. Oh shit, okay. Versteck dich. Oh, hier treibt sich ein Mörder herum. Das ist sehr schön. Ich will nicht genau so enden. Manchmal denke ich, hier ist alles ein großes Netz. Und ich bin eine Fliege, die nicht gefangen werden will. Okay, der da muss so verrecken. Den da kann der machen. Wenn der sich umdreht, dann muss ich schnell ihn mit einem Pfeil machen. Wenn nicht, dann kann er den da. Kannst du den auch machen? Mit einem Flug, Alter. Okay. Was? Nein, ich habe das nicht gesehen. Scheiße. Wie ein Fisch ohne Wasser. Das hier ist jetzt dein Wasser. Atme. Erneut. Alter. Okay, die Fehlerei geht sofort weiter. Alles super. Okay, dann nochmal. So. Dann mach mal, Bro. Ich hörte, Kankra würde sich wieder regen. Folge deinen gefallenen Brüdern. Nein, 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 nein. Okay, okay. Ich liebe es, wenn die Bleichhäute das Grauen packt. Okay, das ist nicht mehr
Auftragsgebiet. Ich muss also hier lang, oder was? Okay. Aber ich lasse noch kurz so. Jetzt. Das ist für Minas IT. So. Das ist besser, den so zu machen. Dann hole ich mir kurz neue Pfeile. Hier, du kannst dann den da noch machen. Gondor lässt grüßen. So. Damit haben wir 5 Schleichtötungen gemacht. Oben drauf war einer, glaube ich, ne? Anscheinend arbeitet der Grabwandler mit jemandem zusammen. Oder mit etwas. Ja. Ja, das gut erkannt, Bro. Achso, der auch. Ja, stimmt. Gollum ist auch mein Kumpel. So, Info. Ja, ist schon klar. Hä? Okay. Das heißt, ich kann dem jetzt hier... Na, was auch immer. Was auch immer. Wir räumen jetzt hier einfach mal den Weg frei. So. Hä? Aua. Nein, Mann. Was macht ihr bleich heute so weit hier draußen? Ihr erstmal fett fällen wieder. Zu suchen. Okay. Benommen durch Schleichen. Er leidet Schaden durch Fernkampfangriffe. Deshalb ist er auch gerade nicht... Okay, alles klar. Okay. Kann ich hier kurz hoch? Oder auch nicht? Das ist nicht so gut jetzt. So, okay, wir müssen die Jäger erstmal ausschalten jetzt hier. Jetzt verreck mal schnell bitte. Den kann ich einfach jabben von hinten. Was ist das denn für ein Anführer? Kann ich nicht hier in der Hinrichtung reindrücken? So. Erzürnt durch Hinrichtung. Ups. Zack, zack, zack. Tot. Voll durch die Mitte, ey. So. Naja. Es tut mir fast mehr oder weniger leid, gut gelaufen. Den wir jagen. Ohne seine Leibwächter wird er einsam sein. Er wird ihnen schon sehr bald folgen. Besiege die Häuptlinge. Die Häuptlinge von ohne Anfang, bla bla bla, bla bla bla. Soldaten wurden entsandt, um beim Kampf gegen Häuptlinge zu helfen. Drücke rechts, um eine Gefolgsmann aus Gondor an deine Seite zu rufen. Der Häuptling, okay. Den Baranor sucht, ist nur einer von vielen. Sie werden ihre Angriffe auf Minas Ithil fortführen. Dann steht unser Weg fest. Wir müssen sie alle töten. Und wir brauchen die Hilfe Gondors, um es zu tun. So. Was? Er darf mich nicht erwischen! Was? Lass ihn nicht an dich heran! Doch. Du rennst nicht weg.
Kann ich nicht hier von dem Info holen? Nee. Okay, hier Info. Grom-Menschenbrecher. Anfällig für Schleichen. Hey, Bro. So, ich könnte dir Fokus entsaugen oder so. Oder auch nicht so. Na gut. Dann verreck einfach. So. Was haben wir denn hier? Shaka der Würger. Anfällig für Schleichen. Kann ich? Oh. Das heißt kein Schleichen. Schade. Hätte ja auch klappen können, wa? Ich sollte die Klauen dieses Biestes abpacken und dich damit erstechen. Nee. Hallo. Jetzt sind durch Karagor. Ja, das ist ja super. Aua. Moment, 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 Moment. Fuck. Hast du vielleicht Angst vor Feuer? Nee, ne? Na, schade. Kann ich... Ach, Mann, ey. Lol. Der ist einfach von dem... Was ist das denn für einer? Verreckt einfach von... Oh shit. Okay. Verreckt einfach von irgendeinem Anführer, ey. Ganz krasser Anführer ist der. Entschuldigung, ich muss hier kurz durch. Wenn möglich ohne Kampf. Oh shit, okay. Alter, diese Karagor-Reiter, die sind übel. Bin ich gar nicht mit klar irgendwie. Kann ich jetzt wieder wegschippen? Was? Freigeben. Okay. So, der verreckt. Ich laufe jetzt noch bis zu der Mission. Oder versuch's zumindest. Und da wird die Folge dann auch beendet. Oder, ach was, weißt du was, heute habe ich Bock. Das heißt, wir machen jetzt die Folge noch, ja. So, wir machen mal das hier. So. Oder wir machen jetzt hier den Kampf noch und dann ist die Folge fertig. So. Kehre zu Kankara zurück, um mehr über den Gefangenen. Okay. Minas Tirith? Habe ich gerade Minas Tirith gesagt? Du gibst zu viel auf diese Spinne. Sie zeigt dir nur, was sie will. Und was ist es, was du sehen willst? Minas Ithil, unversehrt. Oh, so selbstlos. Ist das alles? Letztes Mal sahen wir beunruhigende Dinge, nicht wahr? Zeig mir mein Schicksal mit den Nazgul. Ein gefährlicher Wunschwaldläufer. Auf Vorsehung folgen Qualen. Wir erobern die Stadt im Morgengrauen! Beuge dich deinem Schicksal! Ich weiß, was du fürchtest, Talion.
Kankras Vision ist nicht unveränderlich. Der Hexenkönig. Es ist die Macht der Unterwerfung. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Was können wir tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Wir können Leben retten. Wenn der Häuptling aus meiner Vision derselbe ist, den auch Baranor und seine Männer jagen, brauchen sie Hilfe. Ein Häuptling macht keinen Unterschied. Im Moment ist dieser eine Häuptling die größte Bedrohung für Minas Ithil. Ich werde nicht zusehen, wie Baranor und seine Männer ihr Leben für seinen Tod riskieren.